Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orient the Blind Forest. Und wir versuchen jetzt endlich hier durchzukommen. Aber ich bin gerade schon an der Stelle, wo wir vorhin gescheitert sind, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie wir das hinkriegen könnten. Eigentlich wäre die grandiose Idee, wenn wir einfach hier über die Stacheln laufen könnten. Aber wir können ja nicht springen oder nicht weit springen. Kann ich hier speichern? Ich kann speichern oder? Ja, gut, aber das ist ja Sinn und Zweck, so, oder? Oh. Und jetzt? Da ist ein Fragment. Jetzt bin ich in einer ganz komischen Situation gerade. Ich töte mich kurz. Was? Oh ne, willst du mich verarschen? Man kann um die rumlaufen. Man kann um die rumlaufen. Ich muss mal aufspringen. Ne, warte mal. Oh Mann, seht ihr das auch gerade? Je nachdem, wie man springt, kommt man an der anderen Seite raus. Das ist ja unglaublich, sowas. Speichern. Okay, dann. Oh, verdammt. Dann gehen wir mal hier durch. Oh, die Erlösung war so einfach und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich depp. Na komm schon. Oh. Muss ich kurz schauen. Wohin geht's eigentlich? Da drüben war das Rad. Vielleicht darf ich da schon doch mal kurz hingehen, auch so, um zu wissen, wo man hinkommt. Okay. Da muss ich dann anders springen, nämlich so. Oh nee. Depp. Nicht so natürlich. Aber kurz drauf springen. So, hier. What? Fehlen uns noch. Ah, warte mal, wir haben das Kernfragment, haben wir. Und jetzt sehen wir, dass da oben auch was wäre. Okay, das sind die zwei Fragmente, wir müssen da hoch. Okay, dann speichern wir es mal. Eben habe ich langsam die Funktion, wie das Spiel funktioniert, habe ich verstanden. So, ich versuche es jetzt mal, auch hier durch zu rushen. Okay, hat nicht geklappt. Ich versuche es trotzdem nochmal. Oh ne. Okay, war so. Ah, super, ich. Die verdrehte Steuerung ist echt, ja, tricky. Man muss echt überlegen, wie man drücken muss. Oh.
Ich überlege jetzt gerade. Sind wir jetzt gerade? Eins haben wir. Da hätte ich nicht gedacht, dass wir eigentlich dürften wir nicht hier sein. Okay, das war nicht gut. Da war ein Secret noch. Ich will das Secret holen. Oder wenigstens will ich sehen, was für Secret da oben gewesen wäre. Da ist irgendwas. Ach so, die Knospe. Okay, warte mal, das war die Explosion so, ne? Ja. Hat er nicht, doch, Henning, hat EP gegeben, okay. So, ich überlege gerade, was einfacher ist, zurückzugehen? Oder von unten nach oben zu gehen? Was ist einfacher? Ich glaube, ich gehe zurück. Oh nee. Na, wisst ihr was? Ich lasse das jetzt mal da. Weil ich bin halt zu ehrgeizig, ne? Ich kann es sein lassen, vergiss das. Das kann ich nicht sein lassen. So. Geschützliche P. Okay, sind unten wieder. Speichern. Oh, was hat mich fast getötet? Okay, jetzt gehen wir hier langsam vor. Langsam. Haben die Gegner weg, die vorweg hier erscheinen. Wenn ich sie nämlich hier weghaue, dann trifft sie mich nämlich. Jetzt kommt der. Dann kommt schon. Das war das Problem vorhin. Okay, speichern. Okay, jetzt wird tricky, Achtung. Okay, seit ich alle jetzt, wenn sie noch zurückkommen. Wie komme ich jetzt wieder besser zurück wieder? Wow! Ich hab die Dinge da gelassen. Speichern. Okay, wir haben alle Fragmente, das heißt, wir können jetzt endlich das Portal öffnen. Wir kommen also doch langsam wieder voran.
Komm, mach schon auf. Unglaublich, so lange Animation. Oh. Sind wir so keine Freund? Okay, die Frage ist, was hat unser kleiner Freund jetzt vor? Uns das Licht klauen wahrscheinlich. Okay, anscheinend ist er einer von den einzigen wenigen Überlebenden. Kommen wir hin? Ist hier was? Moment mal. Komisch. Ich sehe den Sinn nicht davon, dass ich da hoch kann oder rüber kann. Töte mich das? Okay, es brennt. Ich denke, ich habe Kohle gar nicht mehr. Achso, kann durchlaufen jetzt. Oh oh, lebt er? Frage mich, ob Guma von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben. Noch lebend werden sie von uns gegangen sind. Tun wir hier. Jetzt können wir draufstehen auf die Sachen, ne? Oh, ich hab den Schleiter überschätzt. Mal kurz schauen. Okay, das ist ja die Safe-Zeit. Genau jetzt. Okay, auch wieder, wenn das Laser rüber geht. In der Zeit, wo sie sich überkreuzen. Oh, oder doch nicht. Das ist echt bizarr gerade. Was ist das für eine Säule? Ist die fast gut? Also ich speichere auch mal. Ich kann keine Seelenzeugung machen, klar. So, ich gehe hier runter kurz. Was ist das? Aha. Der Stempel. Schau, schlagen die mal ein, schauen, was passiert. Okay, da musst du schon mal. Was musst du sogar schon mal machen? Ja, jetzt aber super. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ich bin so geil gerade. So, jetzt würde mich auch echt interessieren, was da drüben ist. Wisst ihr was? Ich speichere ganz kurz hier. Kann ich hier hochklettern und hier oben ist. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Okay, das ist ein einziger Raum.
Und ich würde sagen, wenn ihr sehen möchtet, was wir hier in diesem Raum findet, dann schaltet beim nächsten Mal ein und heißt Or in the Blind Forest. Bis dann, tschüss.